Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, wir machen ja jetzt schon seit einiger Zeit 2 Folgen hintereinander, einen Tag Pause, 2 Folgen hintereinander, einen Tag Pause. Ich finde, es funktioniert ganz gut. Ja, bitte, dann. So, genau, die Frage ist, ob wir gleich die Quests dort annehmen. Moment, wir öffnen mal kurz die Map. Die Map to the Map to the Map. Genau, hier sind 2 Quests nebeneinander. Ja, eine von hier gegeben, eine von hier gegeben, aber ich möchte zuerst nach Hause. So, Moment. Dazu mal hier, Trader Jen. Yeah. Schneller Wegpunkt. Da will ich hin, da will ich rein. So soll unsere Reise sein. 2,4 Kilometer, das ist okay. Ich hätte Sand mitnehmen können sollen, oder? Wie spät haben wir es denn? 13 Uhr irgendwas? Irgendwas? Sand wäre gut. Komm, wir holen uns hier Sand. So, auf zur Schaufel. Ein Hase. Aha. Ich habe einen Kojoten gehört. Wie cool. So, das Problem ist nur, wir haben nichts zu trinken. Haben wir da vielleicht im Moped was zu trinken? So, Moped? Da haben wir gar nichts drin. Wir legen einfach Sachen ab. So, wir haben nichts zu trinken. Also bevor wir verdorsten, werden wir weiterfahren. Der arme Hase. Der arme Hase. Der ist fast in einem Kaktus gestorben. Gestorben. So, wir holen uns noch ein bisschen Sand. Nicht ewig viel Sand, aber ein bisschen Sand kann nicht schaden. Ach ja. So. Dann hier noch. Super. Sand finde ich gut, weil wir brauchen ja, dadurch, dass wir in der folgenden Horde Nacht doch einiges an Damage eingesteckt haben, also wir nicht, aber unsere Hordefalle, müssen wir wieder Sand haben. Für Beton. Beton, Beton. So. Dann noch hier. Will ich haben? Nimm ich mit. So. Schade eigentlich, dass wir hier... Nee. Nichts zu trinken mit haben. Sonst hätten wir hier echt viel Nitrat gewinnen können. Ach komm. Lass uns weitergehen. So, vorher. Ich glaube, wir sollten zurückfahren. Wir sollten zurückfahren. Oh, ein Ei. Das ist natürlich super. Ich bremse auch für Eier. Was ist da drin? Yeah! So, wie ist denn das mit denen? Gibt es Wasser? Nein. Durchfall 0%. Super will ich haben. Also 0% Durchfall will ich haben. Nicht Durchfall will ich haben. Okay, dann holen wir uns hier noch ein bisschen Ölschiefer. 2-3 Mal draufklopfen. Bam. Ach komm, wir fahren. Ach ja. Lass mein Moped. Lass mein Moped. So, da kriegen wir Benzin, das ist gut. Bevor es wer anderer kriegt. Er zum Beispiel. Hi ho. So. Da war zwar irgendwo noch ein Huhn, aber das lassen wir jetzt mal liegen. Leben.
F4-Batterie. Sehr cool. So, fahren wir mitten durch die Wüste? Ich denke, ja. Ich glaube, dass das gut ist. Ich weiß es nicht. War dann geil, ja? So, nur noch 1,9 Kilometer. Yeah! So, naja, zumindest ein wenig Nitrat haben wir bekommen. Ein wenig vom... Ui. Unrundes Gebiet hier. Ein wenig Nitrat, ein wenig vom Ölschiefer. Ein Geier. Ein Hase. Bis der Geier da ist. Ach komm, hinter uns war auch einer. Er hat uns getrappt. So, der trappt uns nicht mehr. Oi. Schon wieder ein Kojote. Egal, wo wir stehen bleiben, ein Kojote. Vorbei. Ich möchte vermeiden, so um diese ganzen steilen Hügelchen so ganz direkt da drüber fahren. Ganz vermeiden lässt sich sehr ähnlich. So, den Wagen holen wir uns auch noch. Irgendwo grölt wieder wer. So, 1,2. Ja, da war auch noch ein Wagen, aber... Ach komm, wenn wir schon da sind. So, super. Apropos super. Von Auto zu Auto. Nachtanken. So, gleich sind wir in der schönen Gegend. Schön ist relativ. So. Wunderbar. So, das Auto werden wir noch loopen. Ja, ja. Hey, du! Wunderbar. So, was finden wir da drin? Toll. Was zerlegt, wäre es besser gewesen. Ach, da drüben bewegt sich was. So, na dann. So, nehmen wir den Knüppel wieder in die Tasche. In die Tasche, in die Hand. Ja. Oh. Wieder zurück. Wieder zurück. In der netten Gegend. 800 Meter, das ist echt nicht so weit. Oh, Honig. Also, vielleicht. So. Da haben wir aber eine schöne große Ausfahrt gemacht. Da wäre auch noch Honig vielleicht gewesen. Naja. Man kann nicht alles haben. Auch nicht Honig. So, wunderbar. Ein paar Meterchen noch und wir sind da. So, 93 Treibstoff noch. Das ist okay. Können wir da durch? Durch? Yeah.
Na, hängt so ein bisschen. Ach komm, jetzt. Oh. Sehr schade, dass es da hängt. Sehr, sehr schade. Wieso es überhaupt hier hängt, das ist halt auch eine Frage. So, und da sind wir schon wieder. Ich würde sagen, alles wegdumpen. Kaffee einstecken. Oh, wir können vielleicht sogar ernten. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, da kann alles mal weg. So, das kann weg. Hier auch 12 Fleisch. Oh, viel Benzin, viel Benzin. So. Nein, ich wollte doch einfach nur so machen. So, alles aufheben. So, ganz wichtig. Jetzt packen wir da mal die... Nein, 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 nein. Hier. Hier kommt eher der Blasebalg. Der Blasebalg. So, dann haben wir hier... Amboss fehlt noch. Da ist er drin. Yeah. Und da ist er drin. Yeah. Super, super. So, was wollte man da rein tun? Das, 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 das. Ja, Sprengstoff kann da auch rein. Er hier. Drahtröhrchen. Soweit, so gut. Moment. Nur mal kurz prüfen. Wenn ich das da hier reinlege. Geschmiedetes Eisen. 200 geschmiedetes Eisen. Wir machen 50, oder? Machen wir 100. Bam. So, und in den hier. So, geschmiedetes Eisen. 100. Yeah. So, ist das fertig? Nö. Komm, den Rest packen wir einfach weg jetzt. So. Da kommt alles rein. Das gehen wir da auch rein. Blutbeutel kann da auch rein. Bam. Das kann da rein. Das kann da rein. So. Einfach hier Grabbelkiste. Das ist ja der Sinn und Zweck der Grabbelkisten. Legen wir das auch weg? Kommt links weg. Ups. Mein Freund, wo kommst du her? So, haben wir da noch Essen drin? Ich glaube nicht mehr. Oh, Muni. Muni, Muni. So, wo war das Essen? Wo war das Essen? Nö, Biozeugs platzieren Nahrungsmittel. So, dann nehmen wir uns 4 von denen mit und Yucca-Saft ziehen wir uns gleich ein. Kaffee, wir haben keine Kaffee hier mehr. Kaffee fehlt. So ist aber auch. So, du bist durstig? Jetzt, ich habe gerade getrunken. Komm, wir trinken noch einen. Hehe. So, da haben wir so ein Brötchen. Das nehmen wir uns auch rein. Das kommt da rein. Super. So, jetzt schauen wir da drüben noch und dann ziehen wir mal los. Anbau, Anbau. Oh, Heidelbeeren. Ich freue mich so auf die Heidelbeeren. Hier, Yucca, Hopfen, Chrysantheme, Mais, Yucca. So, nächstes Nachtprojekt wird übrigens folgendes sein. In diesem Haus hier legen wir uns einen Tunnel an. Einen unterirdischen. So, wir öffnen mal die Tür, wobei die Tür brauchen wir nicht öffnen. Das hier. Genau. So. Da steht einer im Kasten. Und genau in dem Moment hängt das. Hallo? Ach, widerlich. Hi. Ist es tot? Nö. Aber jetzt. Die Haltung ist überaus unklug und auch ungesund. Da rinnt das Blut in den Kopf. So, und ich würde sagen... Da steht schon wieder einer. Wow! Die Frau Doktor habe ich nicht gesehen. Ach komm. Frau Doktor?
War man schon so lange nicht mehr hier? Offenbar. Ich wollte gerade erklären, wir machen hier dann unser Nachtprojekt. Das sind in den Raum da. Honig! Endlich! Honig! Es ist tot. Hallo. Ist aber auch dieses Gesicht. Kann nur eine Mutter lieben. Wobei, vielleicht hat er echt toll innere Werte. Ich möchte diese inneren Werte nicht nach außen kehren bei ihm. So, was haben wir da drin? Ja, toll. Gibt's Keller? Es gibt Keller. Da wird's nicht heller. So, und ich wollte hier tatsächlich mein Grabeprojekt veranstalten. Eine Workbench. Oh, machen wir mal. Yeah! Bam, super. Mit dem Knüppelchen wieder hier um die Ecke. Wahnsinn, hier. Da war schon länger keiner mehr. Da ist das die direkte Nachbarschaft von uns. Und ich wollte nur hier den Grabeort wählen. Okay, da kommt die Frau Doktor mit ihm. So, Frau Doktor. So, wir rödeln da eh nicht mehr. Okay. Ich wollte hier graben. Ich wollte ursprünglich hier graben. Ich glaube, das wird nichts. Dann gehen wir wieder. Jemand hat den Polizisten weggeräumt. Na gut, dann graben wir hier halt nicht. Dann graben wir daneben. Was haben wir da noch? Ach, die, hier, hier. Da freue ich mich schon, wenn wir das aufwerten. Ja, würde sich aber trotzdem eignen für ein Grabeprojekt. Denke ich mal. 1200. Da ist es nicht gut, weil das steht auf so Stützen. Oder wir graben einfach im Gemüse. Geht auch. Kann man machen. Muss man aber nicht. So, alles mal rüber. Super. Wo ist eigentlich das Fahrrad? Moped. Fahrrad. Okay, da ist es drin. So, na gut. Jetzt bin ich mal etwas unsicher, ob wir dort wirklich graben sollen. So, ausschalten passt. Ausschalten passt. So, das mitnehmen, das mitnehmen. Jetzt interessiert mich aber trotzdem Chemietisch. Chemietisch. So, wir brauchen viel geschmiedetes Eisen. Wir brauchen einen Messbecher, kurzes Rohr, Säure. So,
Kurzes Rohr, Säure. Platzierbar ist ein Messbecher. So, dann auf hierher. Chemietisch. Irgendwas brauchen wir da noch. Chemiestation hier. Kochtopf, Kochtopf. So, Kochtopf. So, Chemiestation. Passt, fertigen. Oh, die braucht lang. Oh, die braucht lang. So, hier platzierbares. Wir haben noch einen Amboss auch hier, den werden wir auch gleich einbauen. So. Die Mischmaschine ist ja auch noch hier. Da. Die da sind auch noch da. Da freue ich mich auch schon. So. Na, zurück mit Rest. Hier, hier und hier. So, und den Amboss können wir da eigentlich auch reintun. Amboss. Amboss. So. Dann nehmen wir uns ein bisschen Holz mit. So. Was kann man machen jetzt? Bleimessing-Eisen. Ja, toll. Im Moment noch nicht. Dankeschön. Bruchsand. Geschmiedeter Stahl. Ja, da bräuchte man halt ihn hier. Habe ich es jetzt eingegeben? Den Amboss? Ja. So, Blasebalg. Fortgeschritten. Ja. Bauen wir uns noch einen, oder? Nägel. Oh, Nägel, Kleber, Rohr. Nebel, klar. So, Leder, Kleber, jetzt habe ich beides an Kleber mitgenommen, irgendwas vergessen, definitiv irgendwas vergessen, hier, Nägel, super. So, Blasebalg, fertigen. So, dann haben wir das auch geschafft, weil dann haben wir hier auch den Blasebalg drin und fehlt nur noch der Schmelztiegel. Und für den brauchen wir irgendwas Arges. So, Schmelztiegel. Genau. Geht nicht. Geht nicht. Fortgeschrittener Ingenieur. Schauen wir noch einmal, was man da... ist das hier? Ingenieur. Geschmiedeter Stahl. Level 6. Das war's. Ah, da müssten wir hier und da und. Da räumen wir es lieber weg. So, vielleicht finden wir einen oder den anderen. So, Biozeugs, da kommt das rein. Und Baustoff kommt das rein. Yeah. So, 18.30 Uhr. Wir werden trotzdem das Haus nehmen, oder? Oder wir können natürlich auch einfach hier in den Boden reingraben, was sicher auch witzig wäre. Komm, das machen wir. So, Moment. Wir schauen in die Richtung. Da haben wir noch gar nichts entdeckt. Ja, das wird's. Das wird's. Gefällt mir gut. Machen wir. Das wird gut. So, nächste Folge machen wir wieder eine Zeitrafferfolge. Zeitrafferfolge. Super. Ich glaube, hier haben wir unser Glück nach bergab gefunden. Weidmanns Dank, Weidmanns Heil. Nein, Glück auf. Bergleute, Glück auf. So, und er hier. So, der Plan ist, dass wir hier einfach echt schräg, schön schräg runtergehen. So, das kommt weg. Das teilen wir mal in die Hälfte. So, das wird der hier. Rampe. Wir machen genau die hier. Und auf dem hier machen wir die hier. So, und dann, so der Plan. So.
und hier dran die hier, ja, und dann wieder runter ein Stück. So, ich zeichne es an mit euch. Und später schauen wir weiter. So. Er hier und so. Ja? Und hier kommen ganz normale Blöcke. Das Messerchen legen wir mal daher. Der hier. So, und der Plan ist, dass man dann später hier mit einem Moped oder was auch immer, Motorrad, was auch immer, da runterfahren können und wieder rauffahren können. So der Plan. Ob das alles funktioniert oder nicht, wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall der Inhalt der Zeitrafferfolge. Ich freue mich. Wir werden sehen, das Wochenende wird auf jeden Fall, ja, es liegt dann vor uns mit Grabetätigkeiten, wirklich. So. Aber wir haben dann einen wunderschönen Minen-Entrance und wir brauchen, und genau das ist eigentlich der Hauptgrund, wir brauchen viel, viel Stein. Später bauen wir dann auch die Dinge wie Messing und so weiter, aber im Moment brauchen wir viel, viel, viel Stein. So. Super. So, jetzt heute noch ein wenig gemeinsam. Morgen, wenn die Sonne wieder aufgegangen ist, es ist 19.04 Uhr, würde ich sagen, brechen wir dann nochmal auf, um die beiden Quests zu machen. Aber im Moment können wir mal zumindest hier Richtung anzeichnen. Ich möchte bis zum Grund, also bis zum Felsen, nicht bis zum Grund. Oh ja, geschafft. So, verdammt. So, jetzt Spitzhacke. Jetzt ist es so, dann kommt hier er und er. Ja, und ab hier geht es dann so richtig tief runter. So richtig tief. So, Moment. Dann heben wir das noch weg. Und es muss etwas höher sein als wir. Weil wenn wir auf dem Fahrrad sitzen, ist das ganze Ding echt hoch. Also wir mit Fahrrad sind hoch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, einmal er hier noch und dann geht's runter. Oh. Wie cool. Wie cool. So, meine Lieben, hier kommt jetzt noch ein wenig vom Felsen weg. Ein Stück Rampe noch nach unten und dann werden wir die Folge beenden. Dann ist die Chemiestation auch schon fertig, super, weil dann können wir uns auch selber Treibstoff schon machen und vielleicht Sprengstoff, Kleber, was auch immer. Sachen und Dinge. Ja, wird ein längeres Projekt hier. Ich möchte das zwingend nicht drüben bei uns im Keller machen. Wir können es zwar verbinden mit unserem Keller, aber ich möchte hier keine Verbindung mit dem Keller. So, später mal. Aber das ist ein ganz anderes Projekt. Ganz anderes. So, wir kriegen ja viel Stein, das ist gut, weil das können wir auch verarbeiten zu Sand und später zu Zement. Das wird super. Das wird super. So, und wir schauen auch, wie lange wir hier brauchen, um bis zum Bedrock runterzukommen. Zum Grundgestein, meine ich. Ja. So. Natürlich wäre eine bessere Spitzhacke, also eine 4er oder 5er oder was auch immer. Ja, ein Highlight. Haben wir aber nicht. Da-da-da, da-da-da. So. Eine so eine Reihe möchte ich noch legen. So, also das hier und eine kommt noch dann und dann ist gut für heute.
So, bei Wanderhorde müssen wir immer vorsichtig sein. Sondern ansonsten würde ich sagen, wir gewinnen hier gut Cobblestone und natürlich dann viel Stein für Schotter und so weiter. Yeah. Super. So, dann würde ich mal sagen, das war's. Ja. Und jetzt probieren wir das noch mit dem... Nein, probieren wir nicht. Erst in der nächsten Folge. Super. Ich freue mich total. So, angezeichnet haben wir es. So wird es sein. Wir machen mal hier Rezepte, Pflastersteine, yeah. Ein wenig zumindest. So, wir können was trinken. Und wir können was essen. So, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich... Oi. Sag ich oi. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.